Leute, hallo. Willkommen zu einem neuen Schlertholz-Vlog. Und zwar filmen wir gerade im Familienurlaub. Genau, wir wissen gar nicht, wie wir jetzt am besten anfangen, weil schon so viel passiert ist und wie wir euch jetzt am besten Informationen rüberbringen, damit es hier kein Monolog wird. Genau, wir sind in Schwangau, das ist bei dem Schloss Neuschwanstein. Da machen wir jetzt einen Wochenend-Family-Trip und wir sind gestern schon angereist. Unsere Familie wohnt in einem Hotel quasi. Also unsere Eltern. Genau, also unsere Eltern, weil wir hatten da einen Gutschein und wir sind halt mit unserem Hund, vielleicht sieht man den hinten, nehmen sie den nicht. Genau, also halt wir drei Kinder, unsere Schwester sitzt da hinten und unser Hund. Wir sind in einer Pension drin und zeigen aber euch alles später. Auf jeden Fall ist jetzt schon der nächste Morgen. Heute geht es auch zum Schloss Neuschwanstein und jetzt tun wir aber erstmal frühstücken. Bei Rewe, genau Leute, weil bei uns in der Pension ist kein Frühstück dabei und deswegen genau holen wir uns jetzt eine Stärkung, bevor die ersten Wanderungen beginnen. So Leute, wir beschreiten jetzt gerade unsere erste Wanderung, haben jetzt gerade gefrühstückt und zwar gehen wir jetzt zu so einer Schlucht mit Wasserfällen und so. Und am Ende kommt man bei so einer Brücke raus, wo man genau aufs Schloss gucken kann. Jetzt sind wir mal gespannt. Genau, weil hier auf der Seite des Bergs scheint die Sonne nämlich nicht. Es ist schon bitterlich kalt und hier liegt sogar Schnee. Ja, ach ne, heute soll es eigentlich 13 Grad werden. Ne? Mal schauen. Beim Laufen wird dann ja eh immer warm. So Leute, so heißt diese Schlucht. Pella, ich kann sie aussprechen. Und da laufen wir jetzt, da pilgern wir jetzt quasi hin. Na toll, Leute, unser Plan ist torpediert worden, gesperrt. Na toll, ich habe mich schon gefreut, es sah voll abenteuerlich aus. So Leute, wir laufen jetzt gerade hier unten bis an den Steinen entlang. Sieht richtig schön aus. Da vorne ist ein Wasserfall. Da hinten ist auch ein Wasserfall. Was schade, dass man heute nicht hinkommt. Das Ding ist, ja, aber es ist wahrscheinlich zu kalt und in der Winterzeit sind die Wege halt nicht so offen, weil ja, aus Metall sind, da rutscht man halt aus. Genau, für den Struppi wäre es eh schlecht, weil ja, du müsstest eigentlich die ganze Route da lang tragen. Ne? Den da Struppi geht es eh komplett berstig. Ja, ach nee, weil Familientrips, wenn er nicht im gewohnten Umfeld ist, dann ist er immer gar nichts. Sie sind auch noch aufgeregt, springt rum und richtig. Und das Ding ist, wenn die Familie nicht zusammen ist und unsere Eltern sind ja gerade bei dem Schloss, machen eine Führung. Und wenn die Eltern nicht da sind, der Strübel will immer alle zusammenhalten, der wird richtig psychisch kaputt gerade. Der zittert die ganze Zeit, ist genau. Vor allem beim Schloss kannst du halt den Hund nicht mitnehmen, deswegen müssen wir Kinder mit Kinder dann gehen und unsere Eltern extra halt so. Ja. Dass immer einer auf den Hund aufpasst. So Leute, wir zeigen jetzt unser Apartment-Room. Leute, da müssen wir auch noch was anmerken. Und zwar war es eigentlich so, wir hatten so eine kleine Pension, weil wir müssen ja gucken, dass der Hund mit kann bei uns, weil wir Kinder ja auf den Hund aufpassen. Und dann kam vor zwei Tagen halt. So müssen wir nicht gerade gegen die Sonne schauen. Weiß ich eigentlich auch nicht. Warte, wir machen jetzt einen Schwenker rein, Leute, weil sonst kriegen wir Falten und das wollen wir alle nicht. Ja, ach nee. Genau, Leute, und zwar haben wir vor zwei Tagen die E-Mail bekommen, dass wir jetzt ein Upgrade bekommen haben, umsonst kostenlos jetzt im Luxus-Apartment sind und halt gar nicht drauf zahlen müssen. Wir dachten uns, geil, sowas haben wir noch nie erlebt, ey. Genau, das sieht also bombastisch hier aus, Leute, also nicht wundern. Und zwar fangen wir hier an und zwar sind wir ganz oben im Dachgeschoss. Hier ist die Tür, dann geht man rein, dann ist hier die Küchenzeile, hier ist Strubis Napf. Dann müssen wir mal schon auf Mülltrennung hier achten. Dann seht ihr hier die Breitseite. Couch, dann unser Hund, der eigentlich nicht drauf darf, weil wir haben Decken drunter gelegt. Ja, genau. Also wir haben extra von der Frau gesagt bekommen, weil Hunde sind halt nur mit Aufpreis erlaubt, dass wir halt aufpassen sollen, dass nichts dreckig wird. Yes. Dann haben wir so eine Fensterbreitseite. So, also, wow. Hübsch, wir können auch nochmal die Aussicht. Und einen wunderschönen Balkon. Einfach nur, wow, vom Wetter, ey. Sollte zwar später regnen, aber gerade eben, wow. Von da hinten an die Berge. Marie fühlt das Bild an, Marie liebt die Berge. Dann gehen wir hier rein. Komm, es kommt immer so schön Licht rein, das ist einfach bumm. So schön. Dann ist hier wieder unser Messi-Esstisch, wo wir alles draufschmeißen. Dann geht's los und zwar gibt es zwei Schlafzimmer, wo wir nur zu dritt sind. So Leute, dann ist hier das erste Schlafzimmer. Ein Doppelbett, aber wir pennen alle zu dritt. Also wir drei, unsere andere Schwester ist auch noch dabei. Pennen wir alle üben, deswegen ist üben mehr los. Das ist unser Schlafzimmer. Ja. Die Lichter sind halt voll schön, weil die reflektieren so geiles Licht. Ich steck mal kurz ein, vielleicht sieht man es ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich noch zu hell. Strubi, nein! Du darfst nicht ins Bett. Raus, Strubitschik. Raus. Oh, schau so, ja. Haben wir uns dieses Schlafzimmer ausgesucht. Beziehungsweise Marie ist gleich reingerannt. Ja. Und zwar, Leute, das Highlight ist halt einfach das Badezimmer. Also, ich habe in meinem Leben noch nie so ein schönes Badezimmer gesehen. Einfach die Fliesen, einfach, also Leute, ohne Witz schon mal, das ist einfach nur ein Traum, ein kleines Träumchen. Also ich liebe es wirklich hier. Ja. Hier ist man gerne. Und das war's dann eigentlich. Es ist halt echt mega groß. So Leute, jetzt dachten wir, geben wir euch noch ein paar Infos zu gestern, weil gestern haben wir nicht gefloggt und gestern sind wir aber angereist.
Wir sind halt einmal ganz normal mit dem Auto hingefahren. Das Ding ist, wenn man mit der Familie fährt, ist das ganze Auto ran. Ja, nee. Noch der Hund, wir sind halt ganz ins Ohr hecheln. Wir sind eine fünfköpfige Familie in einem ganz normalen Fünf-Sitze-Auto und dann sitzt halt der Strom im Kofferraum. Das ist so eng. Ich war Fahrer, also mich hat es nicht gestört. Und die ganze Zeit die Hundeluft, Leute, das wollte ich nicht ertragen. Der Strömi die ganze Zeit gehechelt und dann ist halt alles so. Das nervt richtig. Und die stand die ganze Zeit im Stau. Ja, genau. Auf jeden Fall sind wir halt angekommen, haben erstmal unsere Eltern beim Luxushotel abgegeben. Obwohl uns das luxuriöse ist. Obwohl am Ende uns das jetzt luxuriöse ist, weil wir das Upgrade hatten. Genau, und da waren, irgendwie war da schon der Hoteltyp da schon irgendwie aggro, weil wir ein bisschen zu spät waren. Genau, dann sind wir bei uns hier eingecheckt. Die Frau war richtig freundlich und nett. Dann sind wir hier eingecheckt und dann sind wir nur noch abends essen gegangen. War auch eigentlich richtig lecker, voll die Empfehlung. Weißt du noch, wie es heißt? Irgendwas mit Olivenbauer. Mal schauen, ob ihr mal hier irgendwie hinkommen solltet, ne? Wow. Da gehen wir wahrscheinlich heute auch nochmal rein und morgen auch nochmal. That's up. Genau, und ansonsten für heute geplant, gehen wir gleich ins Schloss, machen die Führung. Und genau, und dann heute Abend noch in die Therme. Also ein typischer Familienurlaub, jetzt nicht irgendwie Action, Leute. Aber wir wollen es trotzdem für uns festhalten hier, als Erinnerung. So, wir pilgern jetzt gerade hoch, 40 Minuten Fußweg. Das ist schon echt anstrengend, Leute. Vor allem, wie die nicht Sport treiben, außer auf Reisen, ein bisschen laufen. Ich finde es die Biggest Loser. Ich finde es immer wie die Biggest Loser, sobald ein bisschen eine Steigung hat der Weg. Aber naja, jetzt sind wir eigentlich schon gleich oben. So, Leute, wir sind jetzt angekommen. Im Hintergrund sieht man jetzt schon das Schloss Neuschwanstein. Echt eine krasse Aussicht hier. Da geht es richtig runter in die Schlucht. Waren wir nicht da vorhin unten am Wasser? Weiß ich gar nicht. Das können echt sein. Der Wasserfall. Genau, jetzt geht in 10 Minuten die Führung los. Und dann das sind so Saaten, Leute, es tut uns leid. Ich weiß gar nicht, ob man da drin filmen kann. Und eigentlich, Leute, ich weiß nicht, ob ich Zeit ziehe, ob juckt so, ne? Aber naja, mal schauen. So, Leute, hier ist übrigens die Küche. So schaut es hier aus. Es hat alles abgesperrt. Wir konnten halt innen drin nicht so viel filmen, weil es eigentlich verboten war. Ich habe jetzt ein paar Sachen gefilmt, ein paar Szenen, aber mein Gott. So, die Führung ist nach 35 Minuten schon vorbei. Ja. Man hat halt so Audio-Guides, also... Genau, also es war kein echter Mensch da, sondern über Audio halt. Ja, aber ich hatte eh keine Lust auf die Führung, deswegen nach 30 Minuten war ich schon glücklich, dass wir durch sind. Es war halt, man hat es irgendwie so ein Telefon in der Hand, dann kann man da die Stimme. Ich hasse fahren. Halt sowas, ich mag das gar nicht. Das Ding ist, an sich sah die Architektur schon eigentlich ganz schön aus, aber man konnte sich halt nie richtig alles anschauen, ja. Weil es einfach so voll war. Es war massenzuchtig, du wusstest... Ja, es ist halt Abspeisung, das wussten wir ja schon vorher. Ja. Und ich kann gucken, schon wieder gegen die Sonne. Ist aber wurscht. Aber sonst, ja, man ist halt durchgerusht und jetzt ist man fertig. Ich finde, aber es ist immer noch ein Unterschied, als wenn man mit der Schule unterwegs ist, als wenn man privat selbst irgendwo reingeht und dafür Geld zahlt. Ja, ich finde in der Schule immer geiler. Also ich habe halt auf jeden Fall mehr aufgepasst, als ich in der Schule immer aufgepasst hätte. Nee, bei mir ist es andersrum. Echt? Ich habe das Ding gehalten und einfach auf laut gestellt und irgendwie meinen Schal reingelegt, dass ich irgendwas anderes machen kann währenddessen. Und Leute, ich kriege jetzt hier mal einen Schwenker, weil vielleicht seht ihr ja was. Hinten ist nämlich der Schee. Ja. Und von da unten kommen wir sogar. Krass. Ja. Stimmt, ne? Und jetzt laufen wir zur Brücke immer rüber, da will die Marie unbedingt hin. Da haben wir nämlich auch eine schöne Aussicht. Ja. Geister, Gespenster, Geräusche, Sprachfiller. Und macht die Tür auf, wie steht aus, die Aussicht. Naja, ganz normal halt. So, wir stehen jetzt an der Brücke und das ist die Aussicht, Leute, hier. Die Pilgerung wahrscheinlich. Das war schon echt noch steiler als den Weg zum Schloss hoch. Aber wir haben es geschafft, Leute. Bisschen Fitness. Blöd ist halt, dass jetzt das Wetter ein bisschen scheiße ist, aber trotzdem, die Aussicht ist halt trotzdem echt gut. Hier geht es halt richtig in die Schlucht runter. Und wie findest du, Simone? Toll. Ich auch. Leute, das ist jetzt der Weg, den wir hier nach unten laufen und zwar nicht den Weg, den wir hochgelaufen sind. Und zwar ist das hier die Abkürzung, aber dementsprechend halt auch steil bzw. glatschig. Hier ist alles voller Eis. Ich laufe mal hier am Rand. Ich war schon vorhin fast ausgerutscht, aber naja. Es war schon fies. So Leute, wir haben uns jetzt niedergelassen nach unserer harten Wanderung. Wir haben uns ja getrennt mit unserer Family. Unsere Family ist jetzt in deinem Brauhäuschen. Und ist zünftige Mahlzeit, ne? Ja, wenn wir hier, also das führt zum Auto weg, das heißt, wir müssen hier innehalten. Bis uns abholen. Dann sind wir so ein billigen Imbiss. Ja. Essen jetzt unser Eis und unser Automatenkaffee und warten halt, ja, bis wir abgeholt werden. So Leute, mittlerweile sind wir schon wieder zurück hier in der Wohnung, haben jetzt gerade einen Powernap hingelegt, sind entspannt. Und jetzt entspannen wir weiter und zwar gehen wir jetzt in die Therme, Kristalltherme. Geil. Aber das haben wir jetzt irgendwie die letzte Zeit für uns entdeckt, die Therme. Aber dann nehmen wir euch natürlich nicht mit und melden uns dann wahrscheinlich einfach später wieder. So, wir sind jetzt aus dem Spa raus. Man denkt, man fühlt sich frischer, aber ich fühle mich eigentlich innerlich beruhigt und free. Aber die ganze Haut ist richtig vom Salzwasser durchgeschenkt worden.
Und zwar sitzen wir jetzt in dem gleichen Restaurant, wo wir gestern schon drin waren, weil wir es einfach so Bombe finden. Ich bin absolut davon überzeugt, das Essen ist geil. Die Preise sind klar und die Bedienung ist ultra nett und das Ambiente, Leute. Ich mache jetzt mal einen Schlag für euch hier. Und zwar, bam. Es ist einfach so eingerichtet, da hinten so ein Brunnen, ist eher so griechisch, aber überall so verschiedene Vasen und bunte Wände und die Kronleuchter, also das Ambiente ist einfach nur Bombe. Schau, toll. Ja, und jetzt essen wir wieder, weil nach dem Schwimmbad haben wir immer so Hunger. Leute, es ist noch was passiert und zwar, wer hätte gedacht, dass in diesem Vlog nochmal Action passiert, ich sehe echt aus wie letzte. Ah ja, oh mein Gott, Marie, willst du Solo hier kriegen? Naja, eigentlich will ich nicht schon, aber okay. Wir sind rausgegangen zum Auto, weil wir halt dann hinfahren wollten zum Therme. Und dann war eine neue Familie, die gerade eingecheckt hat, bei uns in der Ferienwohnung da halt. Also unten in der Haustür. Dann wollte ich den Platz machen und dann bin ich irgendwie gestolpert, Leute, weil ich habe halt diese fetten Plateauschuhe an. Ja. Guckt euch diese fetten Container hier an. Dann bin ich abgerutscht, hingefallen vor der Familie. Die haben zum Glück nicht gelacht. So, jetzt kam gerade der Kellner, genau, auf jeden Fall bin ich hingefallen, voll auf die Hüfte. Wie ein Mehlsack. Also, ich wusste gar nicht, von jetzt auf gleich. Ich stand noch so bei der Haustür und ich habe gemerkt, dass Marie hingefallen ist. Ich habe irgendwie nur Marie im Boden liegen sehen. Ich so, Marie, bist du hingefallen? Meine komplette Tasche hat einmal in die Luft gefetzt. Jetzt kommt hier meine Verletzung, Leute. Und zwar, ich versuche es euch zu zeigen. Hier, Leute, diese offenen Wunden. Und als wir dann halt in der Therme waren, musste ich erstmal eine Stunde lang die Luft, also die Hand in die Luft halten. Das Wasser ist halt bärstig. Weil die Salzwasser hätte alles reingeätzt. Ja. Und dann nach irgendeiner Stunde habe ich dann gesagt, jetzt tue ich die Hand einmal ins Wasser runter. Vor allem. Und dann ging es klar. Wir sind den ganzen Tag glatte Wege gelaufen. Marie ist nie hingefallen. Ja, ach ne. Und dann so random auf meiner Haustür. So. Ja, ach ne, ey. Von Marie wusste nicht, ob sie weinen oder lachen soll. Und ja, dann ach nee. Wusste ich auch nicht, was ich tun soll. Ich war schockiert über mich selbst. Ey. Es hat alles wehgetan. Und keine Ahnung, ich wusste die Blicke der Menschen, die wussten aber nicht, was abgeht. Die haben nicht unsere Sprache gesprochen, da haben aber nicht gelacht. War schon mal nett, aber es war richtig random. Ey. Aber jetzt geht's mir gut. Leute. Die Hüfte tut nicht mehr weh und das hat sich jetzt auch einigermaßen hier verheilt. Leute, wir haben die Hauptscheiße nicht gefilmt, Sprachfehler. Es war einfach zu gut. Aber jetzt Nachtisch, Leute, dafür. Kaiserschmarrn, den lassen wir uns mit der Familie jetzt schmecken. So, Leute, wir liegen jetzt im Bett, sind gesättigt und todesmüde. Ich höre gerade aus wie Heidi und so fühle ich mich auch hier in den Bergen. Ich bin schweinmüde. Ich glaube, die Wanderungen und Thermen haben einen heute echt kaputt gemacht. Und deswegen freuen wir uns jetzt total, schlafen zu gehen. Morgen ist halt ein Regentag, deswegen wissen wir jetzt nicht direkt, was wir morgen aber machen. Aber auch der Abreisetag. Also morgens Abreisetag und trotzdem Regentag. Eigentlich wollten wir noch wandern gehen oder irgendeinen tollen Spaziergang machen, aber mal schauen, was wir jetzt morgen machen. Wir haben noch bisher kein Programm. Deswegen schauen wir jetzt auf jeden Fall mal. Gute Nacht und bis morgen. Nacht. Morgen, Leute. Morgen. So, wir haben uns jetzt gerade ein bisschen ready gemacht und jetzt gerade sind wir schon beim Auschecken, haben jetzt schon alles zusammengepackt. Haben wir jetzt gerade überlegt, was wir heute noch machen könnten und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder einmal um den See so ein bisschen spazieren gehen oder halt mit der Bahn oben auf den Berg hochfahren und da oben ein bisschen rumwandern. Aber wir müssen jetzt noch schauen, was unsere Eltern wollen. Also wir sind für alles offen. Genau. Wir haben ein paar Regenschirme dabei, weil heute soll es halt komplett regnen. Genau, wir denken uns halt, wir wollen jetzt nicht morgens schon heimfahren. Da waren wir 24 Stunden hier und sind aber etlich lang gefahren. Deswegen müssen wir jetzt noch irgendwie lang, aber doch schon eigentlich, finde ich, lang. Das Ding ist, mit einem nassen Hund Auto fahren ist halt auch noch ein anderes Kaliber. Ja, dann tun wir den ein bisschen abtrocknen, das geht schon. Das zeigen wir jetzt mal hier den Ausblick auf die Berge. Und der ist echt schautoll. Okay, es ist alles ein bisschen überbelichtet, aber da hinten schon die Berge. So Leute, die Würfel sind gefallen. Wir haben uns jetzt für den Spaziergang am See entschieden und gegen die Berg. Bahnfahrt, weil die immer noch zu teuer war. Aber es ist auch so windig und kalt. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht. Genau, deswegen laufen wir uns hier einfach mal am Alpsee entlang. Genau, da hinten ist auch die Aussicht der Berge. Und versuchen jetzt halt das Beste aus dem Wetter draus zu machen. Leute, jetzt wird es richtig abenteuerlich hier. Wow. Ist ja nicht schwer. Das Schubi kann ja aber nicht laufen, weil es tut mir an den Tatzen weh. Und Simone, wie findest du das Abenteuer? Oh, pass auf, Simone. Mein Gott, hast du es auf Kamera? Ja, wie findest du das Abenteuer hier? Jetzt gerade geil. Richtig geil. Wow. Und unten ist diese Wasser ermöglicht. Da ist immer so ein Baum im Wasser. In echt sieht es halt richtig cool aus. Man sieht es jetzt auf der Kamera nicht, aber es sieht echt geil aus. Leute, das ist einfach so abenteuerlich. Die ganzen herausgerissenen Bäume hier. Wow. Leute, crazy. Oh mein Gott, Simone will ja gerade drauf entlang spazieren, aber das ist viel zu gefährlich. Leute, guckt mal hier. Boah, ist schon geil. Vor allem, Leute, das schaut schon toll aus. Man fühlt sich ein bisschen wie in Kanada. Ja, aber ach nee. So diese Bäume, dann das blaue Wasser und dann unten dieser Weg. Es ist halt echt ein steiler Weg, aber
Wir haben es fast geschafft. Und im Sommer kann man da auch baden gehen, ey. So, Leute, wir sind jetzt hier runtergelaufen. Das ist echt, hier peitscht der Wind. Oh mein Gott, vor allem hier, krass. So, Leute, nach dem Sport kommt jetzt das Essen und zum dritten Mal gehen wir ins gleiche Restaurant. Was ist denn los mit uns? So, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Die unendliche Fahrt hat ein Ende. Die unendliche Fahrt hat ein Ende. Ja, manche. Vor allem bei der Hinfahrt war ich ja nur Fahrer, deswegen habe ich es gar nicht mitbekommen, wie eng es hinten auf der Rückbank ist. Aber es war schon echt schweinehammer-hardcore-eng. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt endlich zu Hause angekommen. Feinde zu Hause und zu Hause sind wir am schönsten. Genau, die Familienreise fand ich trotzdem mal wieder top. Ja. Genau, und jetzt sagen wir immer nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.